Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier einen Riesen-Oschi, und zwar hat Brand News einen Adventskalender zu mir geliefert, weil ich ihn bestellt habe. Oh Wunder! Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist der erste Brand News Adventskalender, den ich dieses Jahr auspacke. Und die sind halt jedes Mal riesengroß. Ich musste eben rauszoomen, um das Thumbnail zu machen. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist wirklich ein riesiger Adventskalender. Sammy weiß gerade auch nicht, wo er hin soll. Und ich freue mich sehr, sehr darauf, dass wir den zusammen auspacken. Ich habe den in einem Trio bestellt. Da war das im Presale auch viel, viel günstiger. Der kostet jetzt mittlerweile 57,99 Euro. Aber es kann auch sein, dass er 54,99 Euro kostet, wenn man zum Beispiel ein Brand News Abo hat. Und der soll aber ursprünglich eigentlich 65,99 Euro kosten. Wir haben es letztes Jahr mitbekommen. Die werden irgendwann auch sicherlich super krass reduziert werden. Wir müssen mal gucken. Hier soll ein Warenwert von 70 Euro drin sein und das sind hier Snacks. Also das ist Sweet and Snack Christmas. Ne? Das ist die Version davon. Die haben dieses Jahr, ich glaube, 4. Ne? Und dann haben die noch irgendwelche Kooperationen und so. Ist immer total abgefahren. Und ja, Sammy sitzt jetzt hier zwischen meinen Beinen und weiß nicht, wohin mit sich. Und nicht nur ich stelle den gerade vor, sondern auch die wundervolle Nicole vom Kanal von Chiquitas Place. Schaut gerne bei ihr vorbei für eine zweite Meinung. Und ja, solltest auch du Teil der Crew werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen, dich mitzunehmen auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. So, jetzt muss ich aufhören, Sammy zu schmusen. Jetzt packen wir einen Adventskalender aus, Mr. V. Übrigens habe ich auch ganz viele Adventskalender für Sammy gekauft. Dieses Jahr scheinen wir nicht irgendwelche Bezeichnungskärtchen oder so da drin zu haben. Das haben wir sonst nämlich ganz gerne. Der 1. Dezember startet schon mal mit was richtig Coolem von Milka. Ich liebe weiße Schokolade. Ne, Sammy? Mm. Milka Schoko Wafer. Und das ist halt eben das Ding bei diesen Adventskalendern. Du hast hier Originalgrößen weitestgehend mit dabei. Du hast hier große Produkte und ich finde die immer ziemlich gut gestaltet, muss ich sagen. Also da hast du ein bisschen mehr von, als wenn du dir jetzt so einen Three Bears oder Neo Adventskalender holst. Am 2. Dezember haben wir Sour Madness Tropical drin. Ja, wir haben hier echt kein Heftchen oder sowas mit dabei, sonst standen auch die Preise mit am Start. Das ist alles nicht mehr. Hm, muss ich mal gucken, wie ich euch dann die Preise Gesundheit ausrechnen kann. Take the Challenge. Und da hast du dann verschiedene süße und nee, saure vor allem Geschichten drin. Weiß ich nicht. Finde ich interessant. Oh, richtig geil. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da haben wir Reese's mit Erdnussbutter drin. Trees, ist das passend. 34 Gramm sind hier in diesem Erdnussbutterbaum drin enthalten. Wir kennen von Reese's ja sonst halt auch diese Cups, diese Peanut Butter Cups, ne? Und das ist jetzt als Tannenbaum. Wie geil. Und das sind halt auch immer die Adventskalender. Ich weiß nicht, woran das liegt. Da setzt Sammy sich immer hin, dass er sich dann auch genau den Adventskalender angucken kann. Das hat irgendwie... Es ist crazy mit dir, kleiner Mann, hm? Weil deine Adventskalender auch immer so schön groß sind, ne? Hier haben wir die Nummer 4. Ja, es ist wirklich Kindergeburtstagsfeeling hier. Yummies Mellow Burger. Das muss ich von meinem Freund verstecken. 50 Gramm sind hier drin. Raycon Hellas S.A. aus Griechenland. Ach was. Und das ist wirklich so ein Burger. Die kennen wir ja zum Beispiel in ganz klein von Trolli. Da hatte ich mal in der Zuschauerpost welche bekommen. Ihr konntet gar nicht so schnell gucken, wie mein Freund die gegessen hat. Ne? Das ist so richtig Kindheitserinnerung. Und ja, da haben wir jetzt hier nochmal so einen kompletten Burger in riesig. Am 5. Dezember haben wir was von Niceria drin enthalten. Und zwar Sour Cream and Spring Onion Flavor. Knusprige Brotchips. Das ist voll was für mich. 60 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und sowas snacke ich auch ganz gerne. Abends dann halt, ne? Wenn ich so vielleicht es mal schaffe, mich auf die Couch zu chillen und dann esse ich mir sowas. Oh. Am 6. Dezember haben wir hier was richtig Süßes drin. Zum einen ist hier einmal so ein Weihnachtsschmuck Edelmarzipan geflammt mit 10 Gramm drin enthalten von odwm.de. Sagt mir jetzt so nichts, ne? Aber das ist einmal so ein kleiner Engel, den ich, also das finde ich richtig schön. Okay, Sammy hat sich entschieden, jetzt auch mal woanders hinzugehen. Das ist super. Und das finde ich hübsch. Das kannst du dir auch an Tannenbaum hängen. Und außerdem war hier auch noch ein Happy New Year, auch aus Marzipan, ein Schweinchen mit drin. Das sind 30 Gramm und auch das von ODWM. Die heißen Odenwälder Marzipan-Konditorei. Ah, interessant. Finde ich aber auf jeden Fall süß. Am 7. Dezember haben wir Noozles drin. Network, Noozle Land, Tycoon... Okay, hier sind 75 Gramm drin.
Das sind solche Schnüre. Sowas haben wir ja auch gesehen, zum Beispiel in dem Hitchis Adventskalender. Finde ich auch sehr lecker. Und mein Freund offensichtlich auch, denn der hat alle aus dem Hitchis Adventskalender schon gegessen. Ich gucke da letztens rein, so, hä, wo sind die alle hin? Und er so, in meinem Bauch. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und ich glaube, weil das hier ein Snack- und Sweets-Adventskalender ist, haben wir hier halt auch eine komplett alkoholfreie Variante, was vielleicht für den einen oder anderen sehr interessant sein könnte. Coconut haben wir hier drin, Milk Chocolate, und zwar, das sind Coated Biscuits von Fundies oder Fundies. 128 Gramm sind hier drin. Und das ist halt auch schon wieder so eine große Packung. Ist wirklich eine krachende 8, ne? Um uns über die 9 zu freuen, musste ich sie leider ein bisschen hochreißen oder aufreißen. Mini Oreo Strawberry haben wir hier drin. Ja, an und für sich geil, aber ich bin jetzt nicht so der Schoki mit Obst-Fan. Wie viel haben wir denn hier drin, Sammy? 61,3 Gramm. Das ist mal eine Angabe, Leute. Genau, und die sind hier drin enthalten. Auch das, ne? Super easy weggesnackt. Da kannst du gar nicht so schnell gucken, wie mein Freund das wahrscheinlich erobern wird und vernichten wird. In der Nummer 10 darf es einfach mal mit Popcorn weitergehen. Das ist nicht so ein pizzeliges Ding, sondern es ist ein Oschi, ne? Popcorn Girl Las Vegas Popcorn Salted with Honey Flavor. Das ist meins, ne? Süß und salzig in einem. Halleluja, hier bin ich. Und hier haben wir 85 Gramm drin. Das ist eine gute Menge. Eine richtig gute Menge. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält Socado Pralinen, Milk Chocolate Pralines with Hazelnut Filling and Cereals. Also das ist richtig nice. Das sind aber auch Marken, die man so nicht kennt, ne? Wahrscheinlich 105 Gramm sind hier drin. Sind das halt auch irgendwelche internationalen Sachen? Sowas finde ich auch richtig cool. Klar, halt die Klassiker, Milka und Co., ne? Aber halt auch mal so spektakuläre Sachen finde ich richtig toll. Zum Beispiel bei den Oreos stand drauf, dass es irgendwie was, dass es aus Indonesien kommt oder dass es halt quasi für Indonesien hergestellt wurde. Und hier haben wir halt auch so eine ganz aufregende Sache. Und ich glaube, mein Freund wird es richtig feiern, weil der mag sehr, sehr gerne diese Haselnuss-Sachen. Also das ist ja Nougat, ne? Die Nummer 12 ist noch lange nicht die Halbzeit, denn wir haben insgesamt 26 Kläppchen hier drin. Hier haben wir 50 Gramm von einem Dauerlutscher drin. Lolli Boni haben wir hier am Start. Und natürlich habe ich euch eben Amorelli verlinkt, wegen dem Wort. Das ist natürlich klar. ich weiß noch, damals hatte ich auch mal irgendwann, ich habe immer gequengelt, ich wollte sowas immer haben. Meine Eltern haben mir das nicht gekauft, weil die gesagt haben, das wirst du eh nie aufessen, und sie hatten recht. Und meins war in einem Schmetterling-Design, und den hatte ich einmal und dann nie wieder, weil ich den im Sommer auch bekommen habe und dann natürlich alles an Tier da angezogen wurde, irgendwelche Wespen und Bienen und hast du nicht gesehen. Und am Ende habe ich den auch nicht aufgekriegt und der stand wirklich tagelang, ne? Dass ich immer mal wieder dran geknabbert habe. Naja, das hier könnte vielleicht jetzt mittlerweile eine annehmbare Größe für mich sein. Oh, auch das. Auch das, Leute. Der 13. Dezember. Serrano Roasted Salted Peanuts. 200 Gramm. Oh, geröstete, gesalzene Erdnüsse. Leute von heute, wie geil ist das bitte? Darauf habe ich richtig Bock. Wenn die jetzt auch noch karamellisiert gewesen wären und gesalzen, dann hätte ich mich hier nicht halten können. Ich hätte die Packung aufgegessen, hätte das Video beendet, hätte sie auch leer gegessen und dann hätten wir weitermachen können. Das müsste jetzt ungefähr die Halbzeit gewesen sein, ne? Also hier liegt schon mal ordentlich was auf meinem Tisch und ich bin sehr happy damit. Oh, am 14. Dezember haben wir auch Reese's drin, aber in White. Ich liebe weiße Schokolade. Und das ist ja mal richtig toll. Zwei Peanut Butter Cups, aber halt mit weißer Schokolade. 39,5 Gramm haben wir hier drin. Das feiere ich ja total. Richtig gut. Ach guck, am 15. Dezember gibt es was zu trinken. Also es ist echt ein International Adventskalender. Das ist Cola, aber irgendeine spezielle. Litschi-Cola vielleicht? Ich weiß es nicht. Also das wird jetzt, also ich glaube, wenn ich hier kein Heftchen finde oder sowas, ne, dann werde ich euch keine Preise eingeblendet haben. Einfach wegen solcher Produkte. Weil wo soll ich denn hier den Preis herbekommen? Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Und finde ich aber richtig nice. Super spannend. Oh, am 16. Dezember haben wir was drin von Hershey's. Richtig cool. Now More Cookies. Cookies and Cream mit 43 Gramm. Ja, die werde ich mir gleich essen. Das heißt, ich kann hier zu diesem Adventskalender, glaube ich, kein Kurzvideo drehen, weil ich werde hier so viel von essen wollen. Ich werde wahrscheinlich mit Bauchschmerzen ins Bett gehen. Eine Woche vor Heiligabend haben wir auch wieder Susels drin. Muss. Mhm. Painter. Ach, die malen auch noch die Zunge an. Ja, die Zunge wird irgendwie grün und pink abgefahren. 75 Gramm sind hier drin enthalten und das sind dann auch irgendwelche Bonbons, ne?
finde ich halt auch witzig, ne? Kann ich nicht anders sagen. Ich feiere sowas absolut. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Wisst ihr, was ich in diesem Adventskalender nicht vermisse? Dieses Stroh, was da sonst drin ist. Das haben wir hier nicht. Ihr seht's ja, ne? Hier war nachher alles dreckig. Hier sind zwei Zuckerstangen drin enthalten. In Rot-Grün-Weiß und in Rot-Weiß. Und auch das... Nee, das kommt aus Rumänien. Interessant. Ja? Keine Ahnung. Das finde ich super. Cool. Zuckerstangen. Guck mal. Sehr weihnachtlich, sehr nice, mag ich gerne leiden, kann man sich gönnen. Ein riesiger 19. Dezember ist hier und da habe ich Gummy Noodles drin. Das sieht ein bisschen aus wie diese Nudelsuppe, aber das ist es ja nicht. Das sind halt diese Fruchtnudeln. Und da hast du auch noch eine Soße Bonbon Candy. Wie witzig. Wie geil ist das? 63 Gramm haben wir drin. Das finde ich so cool. Ist es eine Kalorienbombe und eine Zuckerbombe? Ja, safe. Funny Candy, aber ich mag das. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Dieser Adventskalender hat sich gedacht, die Leute mögen Reese's, sie kriegen Reese's. Und jetzt aller guten Dinge sind drei. Da haben wir Reese's Puffs Big Cup. Oh, 68 Gramm. Das sieht auch ziemlich abgefahren aus, ne? Mag ich auch gerne sowas. Also das sieht für mich sehr ansprechend aus. Vor allem weiß ich nicht, wie ich all das von meinem Freund verteidigen soll. Ich habe hier den 21. Dezember und oh mein Gott. Lolli Bonnie macht scheinbar ziemlich tolle Sachen, denn mit Erdbeergeschmack, ich komme ins Stottern, Leute. Es ist hier einfach Zuckerwatte mit Erdbeergeschmack und hier sind die nur drauf. Oh meine Güte, das so ein Adventskalender, das darfst du nicht in die Hände von Kindern kommen lassen. Oh mein Gott, ich finde das super. Zuckerwatte in vegan halt auch noch, ne? Und Entschuldigung. Das ist doch süß. Dieser Dino mit dem Krönchen auf dem Kopf, der Blumen im Haar und diesem niedlichen Schmetterling auf der Nase. Das spricht mich einfach an. Die zweite und letzte Schnapszahl. Ich habe hier den 22. Dezember mit zwei Produkten von diesen Susels auch wieder. Hello Silo Cola habe ich hier drin. Mit 75 Gramm und dann habe ich auch noch Hello Silo Sour Strawberry Flavor, 75 Gramm. Es ist hier eine Explosion an Geschmack aus aller Welt, die mir sehr gut gefällt. Und hier bei manchen Sachen, ne, siehst du auch, da steht vegan drauf und so. Ich glaube, das ist halt auch für viele echt relevant, bei manchen Sachen steht einfach gar nichts drauf. Mega. Eigentlich müsste am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, so ein Springseil drin sein. Ist es aber nicht. Und zwar ist hier von Oreo das Original drin. Und zwar im Design Pokémon. Entschuldigung, das ist meine Kindheit. Ich kann meine Kindheit nicht aufessen. Naja, ich finde es auf jeden Fall super und ich freue mich da richtig drüber. Die sind auch einfach super lecker. Und das ist eine Originalgröße. Ich weiß jetzt nicht, wo stehen denn hier die Grammzahlen drauf? Hier steht keine Grammzahl drauf. Oder doch? Eine Portion sind drei Oreos, das wage ich mal hart zu bezweifeln. Das ist keine Claudi-Portion, Entschuldigung. Am 24. Dezember hauen die halt auch nochmal richtig raus. Und zwar Verona, Socado, das sind Pralinen. Assortit, ja, made in Italy, also aus Italien. Ich dachte, es wäre Kaffee, ne? 250 Gramm sind hier drin. Hallo? Ist das geil. Das ist einfach mit Assorted Milk and Extra Dark Chocolate Pralines. Es scheint nicht mit Alkohol zu sein. Es scheint nicht mit Obst zu sein. Das spricht mich halt so an. Ja, fröhliche Weihnachten, ne? Am 25. Dezember haben wir was drin, wo ich erst dachte, das wäre eine Wurst. Und es ist auch von Serrano. Coconut Snack. Ist das eine Wurst? Nee. Oder? Nee. Weiß ich nicht. Oh mein Gott, was ist das? Nee, das ist keine Wurst. Nee, das ist Kakao. Hier siehst du es auch an der Seite, ne? Das ist halt mit ganz viel Kokos. Ich mag Kokos. Für mich ist das was, das muss ich nicht von meinem Freund verstecken. Der rennt da vorweg. Cool. Und wer hätte es anders erwartet? Am 26. Dezember kriegen wir natürlich noch etwas von Oreo. Wusste ich gar nicht, dass die auch sowas haben. Wafer Roll Creamy Munchy. Oreo Wafer Roll with Chocolate Flavored Cream. Da sind 54 Gramm drin. Also Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Mein Freund war heute einkaufen und hat Süßigkeiten gekauft. Warum? Zeitgleich kam halt dieser Adventskalender an. Das ist ja mal jetzt richtig hardcore, ne? Wenn man jetzt irgendwie einen Kindergeburtstag oder sowas anstehen hätte, dann hätte man definitiv schon mal direkt was da.
für mich ist es jetzt so, dass ich mir denke, okay, es ist ja auch sowieso noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten hin und ich habe jetzt alle Zeit der Welt, das zu vernichten. Leute, wenn das Video online ist, dann ist ja sicherlich alles schon von auf meinen oder auf Schatzis Hüften. Aber hier ist jetzt wirklich wenig, wo ich sage, Bai mag ich gar nicht. Also diese sauren Sachen oder dieses, was in der 2 drin war, das ist jetzt nicht so ganz mein ultimatives Ding. Wird aber hier auf jeden Fall zu Hause gegessen werden, so ist es ja nicht, ne? Und ich glaube, dass es einfach ein richtig schöner Adventskalender ist, wenn man, den musst du ja auch nicht jeden Tag öffnen, weil ich glaube, danach kugelst du, aber das ist ein schöner Adventskalender, wirklich. Ich finde den Adventskalender richtig geil. Ich freue mich hier gerade richtig derbe drüber, weil ich das Gefühl habe, dass ich was für mein Geld bekommen habe. Und das hatte ich schon bei ein paar anderen in letzter Zeit jetzt nicht unbedingt. Ihr Lieben, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Hättet ihr lieber bekanntere Marken gehabt oder findet ihr das auch so cool, dass es auch so unbekannte Produkte und halt internationale Marken sind? Das würde mich echt interessieren. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.